39 Jahre alt, schlank, sportlich und trotzdem gesundheitlich gefährdet. Regina Dietze hat schon in jungen Jahren eine verheerende Diagnose bekommen. Hohe Cholesterinwerte. Wie 83% der Bevölkerung kannte sie ihre Werte bislang nicht. Also genau feststellen, woher das kommt, denke ich, kann man immer gar nicht. Ich habe zum einen eine genetische Vorbelastung durch meine Eltern. Stressfaktor kann sich ja auch mit einer Rolle gespielt haben. Und meine Ernährung war bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht optimal jetzt im Hinblick auf Cholesterin. Also es war im ersten Moment schon ein Schock, weil ich mich ja auch gesund gefühlt habe und fühle. Und so die Vorstellung, ich habe da eine Stoffwechselstörung, die mich wahrscheinlich mein Leben lang begleitet und ich werde jetzt mein Leben lang mich darauf einstellen müssen, das war erstmal ziemlich fremd und gewöhnungsbedürftig. Seit Jahren schon Ursache für die meisten Todesfälle in Deutschland, sogenannte Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dabei hat die Männerkrankheit Herzinfarkt inzwischen auch die Frauen erreicht. Im Jahr 2005 starben daran fast 30.000 Frauen und 36.000 Männer. Damit lag der Anteil der weiblichen Todesopfer bei rund 45%. Eine überwiegende Mehrheit der Deutschen lebt mit einem zumindest erhöhten Cholesterinspiegel. Häufig ohne jede Symptome und genau aus diesem Grund sehr gefährlich. So können Arterien verkalken und das Infarktrisiko steigt deutlich an. Dabei gibt es einfache Mittel, um vorzubeugen. Also körperliche Aktivität senkt den Cholesterinspiegel. Das Essen hat einen sehr starken Einfluss auf den Cholesterinspiegel. Insbesondere bei Menschen, die Übergewicht haben, wenn die ihr Gewicht reduzieren, dann normalisiert sich häufig auch schon der Cholesterinspiegel. Die Wahl der richtigen Fette ist dabei eine Maßnahme, um das Körpergewicht zu reduzieren und das Infarktrisiko zu senken. Leicht lassen sich Butter und Speck durch pflanzliche Öle oder Margarine ersetzen. Einige Produkte können den Cholesterinspiegel sogar gezielt senken. Durch gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung hat Regina Dietze ihren Cholesterinspiegel jedenfalls dauerhaft senken können. Generell bedeutet ein um 1% niedrigerer Spiegel ein um 2% geringeres Infarktrisiko. Für Regina Dietze jedenfalls steht fest, von nun an wird sie ihre Werte regelmäßig untersuchen lassen.